Keine Ahnung, was da drauf stand, aber herzlich willkommen zurück zu Days Gone. In der letzten Folge haben wir Gift für Sarah geholt, das verwendet sie jetzt auf irgendeine Art und Weise. Und wir fahren jetzt erstmal zur nächsten Position, die 30 Meter entfernt ist. Nach dem Fortsetzen der Handlung sind die südlichen Regionen für dich vorgehend gesperrt. Also das heißt, wie auch im Norden, wenn ich das jetzt annehme, sehe ich erstmal Sarah für eine lange Zeit nicht mehr. Aber ich tue es. Also müssen wir wieder zu Ricky. Boozer. Sehen wir dich auch mal wieder. Die kleinen Süßen. Wollen wir mal nachts. Ich hatte eine Offenbarung. Gestern kam eine neue Gruppe Rekruten hier an und sie wurden bereits vereidigt. Sie kommen von weit her, aus Osten, Westen, Süden und Norden. Ihre Ankunft an diesem Ort zu dieser Zeit ist kein Zufall. Sie berichten uns von weiteren Camps, wie das im Süden, das wir gesäubert haben. Camps von degenerierten, Drogenabhängigen, Dieben und Mördern. Wir werden bedroht. Wir alle. Jeden Tag leben wir im Schatten des Todes. Doch diesen Schatten werfen nicht die tollwütigen Freaks, die uns umgeben. Sie sind Teil von Gottes Plan. Sie sind Teil von Gottes Strafe. Nein! Nein! Es sind nicht die Freaks, die drohen, uns zu vernichten. Es sind unsere Mitmenschen. Wie Noah. Vor uns bauten wir eine Arche zur Rettung der Menschheit. Für die Rettung des Wissens. Zum Wiederaufbau, wenn die Flut sich zurückzieht. Doch in dieser Zeit, hier am Ende der Welt, lässt Gott nicht die Ozeane ansteigen, um in einer Flut die Verdammten zu ertränken. Es gibt keine Taufe durch das Wasser. Nein, in dieser Endzeit sind wir die Flut. Wir ziehen aus, um die Welt zu taufen. Mit Feuer! Heute beginnt unser heiliger Krieg gegen jene, die Gottes Zorn erregt haben. Wir ziehen nach Norden. Wir finden die Verdammten und säubern. Brian, St. John, komm. Okay, ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Und zwar jetzt sofort. Erledigt. Warte, wo bist du? Mitten im Crater Lake, Wizard Island, das Milizlager. Hast du die Panzerfäuste deaktiviert? Ah, shit, noch nicht. Mach ich jetzt. Funk mich an, wenn du bereit bist. O'Brien, Ende. Ich glaube, da hat der Colonel, oder wie der heißt, den Krieg erklärt mit den anderen Camps gemacht. Und jetzt ist auch der beste Zeitpunkt, um zu flüchten. Natürlich werden wir dann gejagt. Ganz genau, geht weiter. Weil wir das hier jetzt. Das ist heftig. Bring mir was zu essen mit. Ja, okay. Komm schon, du verdammtes Scheißteil. Ja, das sollte klappen. Jetzt muss ich zu Sarah. Auf jeden Fall. Lieutenant Whittaker, kommen. Verdammt. Halt durch, ich komme. Komm schon, Sarah. Wir wollen fliehen. Kann
kannst du das nicht. Was auch immer du da tust, draußen machen. Befehl vom Colonel. Ich soll sie ständig im Auge behalten. Ja, tja, scheiß auf seine Befehle. Hey, nicht so vorlaut. Die Dinge ändern sich hier und wer seine Befehle nicht befolgt... Herz mit mir zu tun. Sind wir sicher? Alles klar, die Luft ist rein. Okay. Was ist der Plan? Du musst deine Sachen packen, wir gehen. Wie sollen wir hier rauskommen? Es sind überall Wachen. Vertraust du mir? O'Brien, sure. Wir steigen jetzt auf den Gipfel und wir haben nur einen Versuch. Verstanden. O'Brien, Ende. Wer ist O'Brien? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Hast du alles? Wir kommen nicht zurück. Ich bin fertig. Gehen okay, bleib bei mir. Und wenn uns jemand sieht... Nein. Dass du den Zettel nicht gelesen hast. Scheiße. Jetzt geht's rund. Warte, wer ist O'Brien? Wie bringt er uns hier raus? Wie gesagt, über ihn habe ich dich gefunden. Er war einer der Nero-Leute in dieser Nacht, als ich dich in den Heli gesetzt habe. Nero? Ja, ich weiß. Oh, scheiße, Weaver. Nein, 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 den da. Den Kanister. Genau. Private, hören Sie überhaupt zu? Konzentration, Mann! Der Kanister, der da! Hoch! Und ich will ihn nicht umfallen sehen. Na, no, dann gibt's Schmoppe. Er hat uns freigelassen, Weaver, Mann! Scheiße, mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir aus. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu, das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Hey, eine Wache. Ach, scheiße. Der hat rein gar nichts. Töte ihn! Na, ich töte dich gleich, Alter. Wenn er mich lässt. Auf einmal sind wir die Gegner, oder was? Nur weil ich O'Brien angefunkt habe, oder was? Er hat uns freigelassen. Weaver, Mann. Scheiße. Mehr Wachen. Okay, warte. Hey, komm schon. Gehen wir aus. Okay. Dieser O'Brien aus dem Nero-Heli, der hierher? Ja, hör zu. Das ist eine lange Geschichte. Wenn wir in Sicherheit sind, erzähle ich's dir. Sie fliegen also noch? Dann haben die bestimmt Ressourcen, Labore, Ausrüstung. Keine Ahnung, hör zu, also die haben sicher was. Frag am besten O'Brien, wenn du ihn siehst. Noch eine Wache. Diese fliegen nervenvoll. Warte, ich lenk sie ab. Im Studio. Im Sommer ist das immer voll heftig. Irgendwie. Soldat, was machen Sie da? Tut mir leid, Ma'am, hier ist Sperrgebiet. Sie widersprechen Ihrem Offizier? Wissen Sie, was Sie bei Befehlsverweigerung... Hey, was? Schlaf ein bisschen. Weiter so. Noch eine Wache. Ich muss sie irgendwie weglocken. Sei vorsichtig. Alter, die kann was. Irgendwie weglocken. Gut gemacht. Komm schon, wir sind fast da. Ich freue mich schon auf Boozer. Du willst mit mir nach Lost Lake kommen? Aber ich dachte, wir fahren nach Cloverdale. Na, das Motorrad lassen wir da. Ich will ihn sehen. Er ist wie ein Bruder. Ist ja nicht so, als hätten wir noch viel Familie. Verstehst du? Halt, ich lenk sie ab. Soldat, kommen Sie her. Ma'am, das ist Sperrgebiet. War das ein Widerspruch, Soldat? Sehen Sie mal. Hey, was? Sehr gut. Du warst auch nicht schlecht. Ich sehe Tageslicht. Komm schon, wir sind gleich draußen. Okay, das war's. Sehr wir Abend. Sind Himmel. Oben. Mal gucken, wie die Rettungsaktion aussieht. Wir haben es geschafft. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, O'Brien? Er kommt gleich. Wir müssen... Meine Herren, dies ist der Gipfel des Berges. Beachten Sie die wunderbare Aussicht. Oh, Lieutenant. Ich zeige unseren neuen Rekruten hier gerade die Insel. Wir wollten gerade runter in die Arche. Kommen Sie doch mit. Wow, meine Herren, das ist Lieutenant Whittaker.
Sie leitet den Teil des Forschungsteams, das den Einsatz von Gift gegen unsere Feinde untersucht. Oh, Scheiße. Verräter! Hey, nein! Nein, zurück! Toll! Hören Sie nicht auf Sie. Er ist ein Mörder und ein Spion. Warum sollten Sie ihn mehr glauben als mir? Sie kennen mich, Matt. Halt doch mal die Schnauze. Verstehen Sie? Ich kenne dieses Arschloch nicht mehr. Colonel, Sie müssen mir glauben. Es reicht! Danke. Okay. Ich höre. Ich schwöre Ihnen, er ist ein Spion. Doch, Matt, der Kerl ist verrückt. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er taucht hier einfach so auf und Sie wollen ihn glauben. Aus welchem Camp soll ich deiner Meinung nach kommen? Sie glauben, ich lüge? Ist es das? Ich lüge nicht. Er soll seinen Rücken zeigen. Was? Ja, zeigen Sie Ihren Rücken! Was reicht jetzt? Das ist die letzte Warnung. Wir werden der Sache jetzt auf den Grund gehen. Du sollst nicht Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Captain Khoury, sagen Sie, ist das das 8. oder 9. Gebot? Ich weiß es nicht genau, Sir. Sagen Sie, was Sie wissen. Keine Lügen, Sohn. Ich merke das. Im Lost Lake Camp hatte er eine Frau angegriffen. Was zur Hölle redest du? Corporal! Er hatte dabei kein Hemd an. Der Mistkerl hat eine Tätowierung auf seinem Rücken. Was Satanisches. Eine Art Hund, ein toter Hund, der sich durch eine Kette beißt, als wäre sie aus Butter. Ich zog ihn von ihr weg. Er war betrunken und wehrte sich. Aber wer weiß, was ohne mich noch passiert wäre. Er soll seinen Rücken zeigen. Und dann sehen wir, wer ein verdammter Lügner ist. Tut mir leid, Colonel. Die Scheiße ist etwas sowas von... Umdrehen. Sie tragen ein Bildnis des Cerberus. Dem Hund des Hades. Wie passend, dass man sie entdeckte, als sie der Unterwelt entstiegen. Aber sie sind nicht Cerberus, nicht wahr? Deacon St. John. Sie verbergen sich hinter heiligen Namen. Ich habe niemandem was getan. Die Wahrheit ist, er wurde aus dem Camp geworfen. Hören Sie mir zu! Was ist mit Ihnen, Lieutenant? Wie praktisch, dass Sie bei den Drifter waren, als der Nero-Helikopter vorbeikam. Colonel, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Sie waren in einem Nero-Camp, das überrannt wurde. Wie lange spionieren Sie schon? Wie lange? Matt, ich schwöre, ich habe nicht... Mehr Lügen! Alter, hat sie eine geknallt. Ich glaub's hackt. Das erwarte ich von Driftern. Von Typen wie ihm erwarte ich, dass sie mich betrügen. Aber ein Offizier... Colonel... Ich war's! Ich war's! Colonel... Ich... hab gelogen. Sehen Sie in meiner Tasche, da ist das Funkgerät drin. Ich habe sie angefunkt. Und ich habe sie angelogen. Ich belog den Lieutenant. Ich sagte, dass ich Hilfe bräuchte, um was zu überprüfen. Die Wahrheit ist, ich wollte nur eine Geisel. Deacon St. John, Drifter. Bist du da? Hier ist Nero, hier ist O'Brien, Drifter. Tut mir leid. Corporal St. John ist nicht verfügbar. Moment. Wer ist da? Arschloch von Colonel. Manchmal wird bei der Suche nach der Wahrheit das Blut Unschuldiger vergossen. Schmierig, ey. Einfach nur schmierig. Verzeihung, meine Liebe. Entlast Private Sarkozy, stimmt das? Ja. Und Khoury, sperren Sie den Drifter weg. Morgen um 0700 wird er verurteilt. Und er wird hängen. Fuck. Lieutenant, das reicht. Wir haben zu tun. So,
Erzählen Sie mir doch vom Lost Lake Camp. Ja, Sir. Alles, was Sie wissen wollen. Lieutenant? Bitte. Scheiße. Na los. Aufstehen. Ja, bei so einer Knolle kein Wunder, dass er nichts merkt. Jetzt sind wir auch noch da in Gefangenschaft. Nur weil Skizzo da auf einmal um die Ecke kam. Scheiße. Jetzt wäre jetzt schon längst frei. Gut. Ich wusste doch, dass Sie atmen. Leck mich. Das wollte ich hören. Das heißt, Sie sind wieder voll da. Okay. Warum? Dieses Tattoo. Ein Hundeschädel um die Kette? Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich habe recherchiert. Vor Ihrer Befreiung. Ich wollte... Ich weiß nicht. Ich wollte das alles verstehen. Das hatte der Lieutenant an sich, als sie ins Camp kam. Ich glaube, das ist ihr. Oh, endlich den Ring wieder. Stimmt. Und ihre Frau heißt nicht Beth. Nein, heißt sie nicht. Und sie haben die ganze Zeit nach ihr gesucht? Richtig. Ja. Sie fragten, warum? Es ist doch ganz einfach. So wie ich das sehe. Verdient kein Mann, der auf der Suche nach seiner Lady durch die Hölle geht, durch einen Strick zu sterben. Moment, Moment mal. Sie helfen mir? Das bedeutet, dass man sie auch hängen wird. Wir gehen nicht zurück. Der Colonel ist total verrückt. Heiliger Krieg in uns sieht. Was soll der Scheiß? Ja, gut, was ist keine Ahnung. Was haben Sie vor? Gehen nach Osten. Ja. Wir wollen bis nach Reno. Sie sollten mitkommen. Nein. Sie können nicht zurück. Die Miliz wird Nein, Sie sofort erschießen. Nein, ich werde nicht ohne Sie gehen. Und ich muss nach Norden. Ich muss Iron Mike warten. Dafür ist es jetzt zu spät. Wieso? Sie haben in der Nacht den Santerne Pass geräumt. Was? Ein Konvoi brach früh am Morgen auf Richtung Norden. Oh, scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie nicht mitwollen? Ja, bin ich. Ich muss Sarah retten. Das ist meine Frau. Fahrt ihr vor. Danke nochmal. Viel Glück für Sie, Deacon St. John. Ihnen auch. Hey, Corey. Für dieses Let's Play könnt ihr auch gerne mal einen Daumen hoch machen, kommentieren, liken oder abonnieren, kostenlos, und uns damit zu unterstützen. Ich unter Ihnen gedient hätte. Um mehr zu machen. Besser zu machen. Wer weiß. Das kann ja noch kommen. Okay. Was haben wir denn hier? Ich will meine Wumme haben.
Ah, war's doch gerade. Da. Da. Eigentlich los, ne? Ich muss zurück nach Lost Lake. Ich muss nach Norden. Ich kann Busa retten. Ricky. Und los. Ich kann Sarah nicht retten. Ich kann Sarah nicht retten, aber die anderen. Sarah werden wir auch noch retten, Deke. Es tut mir leid, Sarah. Es tut mir leid, aber ich werde nicht aufgeben. Ich finde einen Weg. Ich werde dich später holen. Ich werde dich später. Ich muss nach Norden, über den Sentium Highway. Jetzt geht es. Ja, das ist der schnellste Weg. Ja, geh weg. Sentium, hier lang, Norden. War klar. Diese verkackte Ecke. Kontrollen, und so. Der war hier vorher noch nicht. Oh Mann! Schön die Kante gestriffen.
Zack. Fire District. Scheiße. Donnie, ihr schafft. Das alle, hä? Wo seid ihr denn alle? Ja, das dachte ich mir. Ja, ein Kontrollpunkt, scheiße. Der war hier vorher noch nicht. Es gibt keinen Weg drumherum. Das wird brennen! Er ist tot!